Verstehe, ich verlege jedes Mal hier irgendwas. Wo ist mein externer SSD? So, jetzt setzen wir wieder mal hier auf einen neuen Video-Reaction oder sowas. Irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung, ich habe sogar keinen Plan. Irgendwas einfach mal machen. Ich habe einfach Bock drauf. Und zwar habe ich spontan die Lust gehabt, einfach mal irgendwas zu reacten. Aber nicht auf fremdes Sach, sondern auf mein eigenes Sach. Der ist doch gut hier. 20 Minuten. Schauen wir uns doch mal. Habe ich mir sogar schon mal angeschaut, ne? Na gut. Das macht's aus, wenn man keinen Bartwuchs hat in meinem Alter. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier. Und ich bin jetzt auch fertig mit dem Videoschneiden und Bearbeiten. Und ich hoffe, der Vlog gefällt euch. Weil mir hat er eigentlich jetzt nicht so gefallen im Schnitt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber. Ja, ich hoffe trotzdem, der kommt bei euch gut an und ich wünsche euch allen noch vor dem Vlog. Da muss man auch sagen, ich habe jetzt in diesem Video nur zwei Reihen voll mitspielen. Und mittlerweile sind es jetzt auch schon fast 3,5 voll mitspiele. Ich weiß jetzt, das liegt daran, wenn man jedes Jahr FIFA kauft, NBA und WWE. So richtig, also ich bin wirklich ein richtiger Sportsimulant-Spieler. Also Sportsimulation ist genau eigentlich meine Branche. Und da häuft sich natürlich auch die Spiele. Auch physische Spiele. Nur physische Spiele kaufe ich. Nur physische Spiele. Ich weiß nicht, ob ich der einzige Idiot bin, der so denkt. So, wir sind jetzt hier in Aalen. In der Tiefgarage. Alles ist einfach zu. Unglaublich. Egal, wir gehen später sowieso essen, also von dem her. Bist du bewusst, keine Ahnung. Ja, jetzt ey, voll langweilig hier. Wir haben jetzt schon. Ja, 17:39. Ja, klar, Alter, iPhone X. iPhone X. Ja, jetzt ey, voll langweilig hier. Wir haben jetzt schon. Ey, ohne Witz. Das war das Handy damals, wo ich am meisten gehypt war. Bevor es rauskam. Und wo ich es dann bekommen habe. Ey, ich habe es geliebt über alles. Aber im Moment gerade habe ich es. iPhone 12 Pro. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich das auch gar nicht mehr so, jedes Jahr ein neues Handy zu holen und alles dies, das. Weil. So mit. Nicht mit dem Alter, so ist es ja auch so eine Sache der Gegebenheiten. Wenn du zum Beispiel jetzt Auto, Kind, Haus, alles hast, dies, das, dann überlegst du halt einfach zweimal, ob du dann irgendwie für 1000 Euro ein Handy holst, anstatt nur einmal, wenn du halt noch gar nichts von sowas hast, weil du soweit einfach auch noch gar nicht denkst. Behaupte ich jetzt mal so dumm. Aber ich habe das Handy damals, oh, wenn ich es jetzt gerade so sehe, vor allem mit diesem Hintergrund, ich habe dieses Hintergrund auch, mit dieses Hintergrund hier, Hintergrundbild mit dem Handy, oh. Habe es geliebt. Ja, 17:39. Ja, also Aalen ist halt so. Am Samstag gehe ich eigentlich fast nie Aalen, weil das ist einfach so langweilig. Genauso wie jetzt halt. Meine Mama steht halt gerade einfach nur rum, weil alle Läden sind. Aalen ist echt langweilig. Kleidungsleder oder Räder, wo Kleidung. Nee, Läden, wo Kleider verkaufen. So, jetzt haben wir es auch mal. Ja, das auf jeden Fall. Ne. Mein Gott, wer hat denn das geschnitten? Doch nicht etwa ich, oder? Musik geht jetzt mal so laut. Und da ist die Musik voll leise, hä? Ah, mein Gott. Ja, Moment, also wir müssen jetzt irgendwie 20 Minuten irgendwas machen. Ja. Meine Mom ist einfach im Kleiderladen, meine Schwester ist auf dem Spielplatz. Ja. Ich darf auf sie auch aufpassen. Da ich aber multitaskingfähig bin, vloggen kann und darauf aufpassen, bin ich natürlich der beste Ruhr der Welt. Ne. Könnte man ja so meinen. Ich hasse einfach sowas, wenn man einfach irgendwie Zeit hat. Ne. Man muss irgendwie Zeit, 20 Minuten finde ich schon viel zu lang, weil ich bin extrem, extrem ungeduldig. Aber sowas von ungeduldig. Also ich kann nicht mal 5 Sekunden still sitzen und nichts machen. Ja. Das ist. Ach, also Ungeduld ist meine größte Schwäche wahrscheinlich sogar.
Neben dem Stuhl wahrscheinlich schon, ja. Jetzt sind wir hier im Restaurant und die müssen sich sagen, ja. Das ist aber richtig chillig. Ja. Beziehungsweise, was ich auch sagen muss bei der Geschichte mit Ungeduld, also ich war immer ein ungeduldiger Mensch. Bin das eigentlich auch immer noch. Aber bei so Themen wie zum Beispiel, wenn ich jetzt vorhabe, einen PC zu bauen, oder wenn ich jetzt zum Beispiel mir das Auto gekauft habe, ey, das muss sofort da sein. Ich will es nicht morgen, sondern ich will es jetzt haben. Aber so Stau oder sowas irgendwie, so alltägliche Dinge, bin ich eigentlich ein ganz geduldiger Mensch geworden, muss ich eigentlich schon sagen. Ja, gut. Wahrscheinlich würde mein Umkreis mir genau das Gegenteil erzählen über mich. Deswegen genieße ich es gerade noch, währenddessen ich hier noch alleine bin. Und ja, hoffe mal, das Ganze ja noch genauso gut schmeckt, so wie es hier aussieht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, diese Jacke habe ich noch. Oh, leck mich am Arsch, ey. Wo ist jetzt mein... Ich verstehe, ich verleg jedes Mal hier irgendwas. Wo ist mein externer SSD? Schieß mal, wenn mir jetzt mitten im Video irgendwas einfällt, was ich morgen brauche, dann muss ich es natürlich jetzt suchen. Anstatt, dass ich es einfach vor dem Video suche und alles beieinander habe, dass ich morgen alles parat habe, ne? Aber, naja. Man kann es ja auch jetzt mitten in der Aufnahme suchen, ne? Wir müssen aber noch kurz nach Elchen rüber. Vielleicht trifft man ja meinen Bro. Das ist jetzt bei uns im Haus die oberste Etage. Da ist jetzt mein Vater. Ich bin jetzt in der mittleren Etage praktisch mit, ja, drei Zimmern und Bad, so gesehen, wie man es so will. Also ich lebe mit meinem Vater zusammen in einem Haus. Und ja, meine Mutter wohnt im Haus nebenan, also praktisch ein Haushalt, also zwei Haushalte. Und ja, mein bester Bro ist bei mir der Mieter bei uns drüben im Haus. Oder mein Mieter, rechtlich so gesehen, offiziell auch. Und ja, so ist gerade die Situation hier, und da war ich damals noch oben. Und da habe ich dann mit meinem Vater geswitcht, weil mit Kinderzimmer und alles, dies, das, habe ich dann mehr Zimmern gebraucht. So gesehen, ich habe eigentlich immer nur ein Zimmer gebraucht oder sowas. Ich habe auch bei uns im Garten jetzt oben im Schuppen so eine Shisha-Lounge gemacht, weil ich nicht gerne in der Wohnung rauche. Und ja, hier ist die Amirs Prestige bei mir auch im Zimmer. Die wollte ich gar nicht rauchen. Ich wollte sie einfach im Zimmer stehen haben mit diesem richtig geilen Koffer. Ja, so ist gerade bei uns die Zimmerverteilung. Aber das ist ja so nur am Rande, weil ich sehe jetzt gerade, hier ist die oberste Etage und das Schlagzeug da, was man hier sieht, das steht genau doch da. Am selben Fleck. Kein Millimeter bewegt. Arbeitskollege. Bro, Arbeitskollege. Wobei, nee, das ist auch gelogen. Da stand ja mal ein Fernseher. Das Schlagzeug war hier. Und da haben wir, glaube ich, einen Fernseher gekauft. Den habe ich dann da hingestellt. Und dann bin ich ja runtergezogen, praktisch in die mittlere Etage. Das war jetzt gelogen, mit dem kein Millimeter bewegt, ne? Kollege, so nenne ich ihn immer so ein bisschen. Den Alexander Löwenstein, ja. Hat ja auch einen Kanal, Alex Löwe, unten verlinkt in der Videobeschreibung, sag ich mal, die Fenster zu machen. Sonst friere ich mir den Arsch noch ab, während ich hier am Pennen bin. Ja. Grüße gehen raus. Ich bin auch noch unterwegs, vielleicht noch PS Plus zu holen. Weil dann kann ich mit meinen Jungs an der PS4 zocken. Geht ja online, nur so Zeug aktuell am PC ganz viel. Aber man muss ja auch sagen, GTA 5 für PC ist auf jeden Fall für mich die beste Version auf jeden Fall. Ich war früher noch PS4, das Jahr übrigens auf PS4. Also ich habe ja einmal hier GTA 5 für die PS3, was für mich die beste Zeit war. Einmal für die PS4, was auf jeden Fall ein krasser Upgrade war. Von 720 auf 1080p haben auf jeden Fall noch die bessere Texturen. Natürlich, die PS4 ist auch besser und halt natürlich die legendäre. Also ich zocke ja auf 4K schon seit 2017, das heißt, ich bin in 4K schon so lange unterwegs. Wo es auch sehr frisch war. Aber von 720p auf 1080p damals, wo die PS4, wo ich sie von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen habe. Ey, das war anders wild. Aber 4K, ey, das war nochmal anders wild, ey. Das erste Mal 4K, GTA 5 auf dem neuen 4K-Monitor. Mit der guten alten GTX 79, die sich da wirklich einen abgequält hat. Aber zumindest zum Laufen gebracht hat. Der PC-Version. Ja, dass ein PC natürlich besser ist, als Konsolen, ich meine, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ja, ich muss ja aber noch ein bisschen für Schule was machen. Tja, was für Schule machen?
Also, dass ich da was für Schule mache, was ich da gerade erzähle, das war hundertprozentig eine Lüge. Ich habe nie was für Schule gemacht. Egal, ob in der Ausbildung oder die Realschule. Und da ist ja auch der Alex Schein. Bester Homie. So, und dann wären wir hier bei Alex Löwe. Ja, yeah, that's me. Ja, das habe ich schon verlinkt da unten. Ja, alles klar, oder? Ja, Logo, alles gut. Ja, wunderbar. Was machst du so? Um was geht's bei dir? Alltag, ganz normal eigentlich. Aalen, das ist eigentlich, finde ich, ziemlich chillig zum Vloggen, also in der Stadt einfach in Aalen. Allgemein so ein bisschen erzählen, wie der Ablaufplan bei mir so ist, weil ich habe aktuell nicht öffentlich. Okay. Ja. Kurzer Vlog. Ah, okay, alles klar. Cool. Leute, habt viel Spaß. Miro ist eine coole Socke. Fit bei Computern und allem Möglichen. Nee. Ganz smarter Junge. Ja, was auch immer. Passt. Aber das ist auch eine Lüge. Ich bin fit in gar nichts und weiß auch nichts. Ich gebe euch einen Tipp im Leben. Stellt euch immer dumm. Immer. Ihr stressfreier. Zockerkonzert geht ja online so eine Mission. Alter, ich das hab ist 2017 so scheiße schwer. wirklich. Ich habe gerade schon solche Akkus davon bekommen. Ich habe 2017 so oft GTA Online gezockt. Das Jahr habe ich am meisten GTA Online gezockt, ohne Die ist Spaß. einfach so scheiße schwer. Ich habe gerade schon bekommen. Also ich muss aber auch Boah. sagen, jetzt hier hat man es gerade gut gesehen. Hey, also die Razer Ornata Chroma, das ist nämlich die Tastatur hier in diesem Video. Also hier. Ey, das war wirklich eine sehr schöne Tastatur. Die ist auch schon, die ich jetzt hier habe. Ich habe hier, ist auch verlinkt, die Razer Huntsman Elite. Habe ich, glaube ich, damals gezahlt, 220, aber die ist nicht mal so viel wert. Ich glaube, mittlerweile kostet die schon 180 oder sowas. Auch Hammer. Aber die Ornata Chroma, was halt zumindest meine erste gescheite Tastatur fürs Gaming war. Wir schreiben mich jetzt schon wieder an. WhatsApp, du hast dich auf Windows um 0:06 Uhr angemeldet. Wie viel haben wir jetzt? 0:38 Uhr. Wieso bekomme ich diese Meldung erst jetzt? Das bringt's ja voll. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach, keine Ahnung, machen wir weiter. Ich gehe um 2 ins Bett und stehe um 13 Uhr einfach wieder auf. Ja, nicht so geil. Ja, ich muss jetzt aber auf jeden Fall, also es ist ja heute Feiertag, ne? Das ist derbe uncool. Ich muss irgendwie 15 Ja, Euro das ist PlayStation typisch deutsches bekommen, Wetter hier, wie hier in diesem Video. weil ich habe meinen Kollegen gesagt. Und es ist ein langweiliger Tag, das wird der einzige Schritt heute sein, den ich jetzt hier mache. Ja. Diesen ganzen Scheiß. Also, auch wenn ich das jetzt gerade so im Nachhinein sehe, das ist ja ein 4K-Monitor von Samsung gewesen mit 60 Hertz. Der hat damals 400 Euro gekostet. Der kostet jetzt vielleicht nur noch 200 Euro. Weil 4K halt damals so seine Anfänge hatte mit dem Zocken und mit dem Ganzen. Und ich habe ja auch noch dann dieses wunderschöne Mausfeld von Razer auch damals gehabt. Also da kriege ich schon so leichte Nostalgie-Feelings, wenn ich das Ganze so sehe. Vor allem auch mit dem scheiß WLAN-Stick da, Alter. Das, 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 das und das und da. Oh, der PC. Das war der erste PC, den ich selber zusammengebaut habe. Ich habe da mit meinem Ferienjob mir eine zweite GTX 1080 Ti damals geholt. Und habe es dann SLI laufen lassen. Und das war anders wild. Aber ich habe das SLI-System hatte ich nur leider 3 Wochen, weil ich den PC verkauft habe und habe nochmal neu bauen wollen. Mit der RTX 2080 Ti oder sowas. Also man merkt, dass ich leicht Hardware-Enthusiast bin. Was? Bin ich immer noch. Ey, ich hatte bis jetzt jede High-End-Grafikkarte von Nvidia bis jetzt seit der GTX 79, wobei die GTX 79 keine High-End-Grafikkarte ist. Bei der GTX 1080 Ti Ich morgen alles hat rüberstellen es für unsere angefangen. Gäste aus, weil der Robin kommt morgen zu mir. Eine Runde pennen. Aber wir werden wahrscheinlich nicht pennen. Dann werden wir eine kleine LAN-Party hier machen. Morgen kommt auch noch Bayern gegen Sinn. Geht ja online, für die, wo es wissen wollt. Nein. Tschüss. Also, gestern war überhaupt nicht spannend, heute sind wir in Aalen. Stimmt, ja. Nächste Runde ist jetzt hier, wie man sehen kann, jetzt wieder zwischen mir. Also es hört nicht auf, ne? Hört nicht auf. Es geht nicht nur in den Videos weiter, es geht auch privat weiter. Ja, ich mache kurz erstmal hier mal Licht an, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier alles gerade gut sieht. Aufgrund der sehr dunklen Kulisse hier. Also, einmal hier anmachen. Und was sagst du deiner Leistung hier? Top. Winner. Ein Ja. Gewinner. Übrigens, hier sehen wir sein grüner Tee. Das ist kein grüner Tee, das ist shit. Kannst Ich habe ja 5 gegeben. Ist gerade fertig geworden, das sieht ja abgehört von aus, weil wir haben jetzt gerade Ja, genau. Start. Hallo.
Ja, ich habe jetzt gerade die Redux-Mod für GTA 5 gegeben. Ey, das ist jetzt gerade auch sehr interessant für mich zu sehen. Das ist jetzt nämlich auch das Haus, wo der Mieter von mir wohnt. Also mein bester Bro, Kevin, Grüße gehen raus an dich. Das ist auch gerade sehr interessant zu sehen. Das war ja damals eigentlich praktisch schon so ein Haus für Gäste, wenn man so will. Und es ist gerade also sehr interessant für mich gerade selber, so das mit diesen ganzen Möbeln, die wir da hingestellt haben. Das waren alte Möbel, die wir gar nicht gebraucht haben. Da haben wir sie alle darüber disponiert. Und not bad. Ist gerade fertig geworden, das sieht ja früher von aus, weil wir haben jetzt gerade hier die Festplatte ausgebaut. Wir müssen das jetzt hier wieder mal aus, dann kann er. Ja, Robin, ich habe es gerade auch. So. Hey, ich sehe gerade, dass wir es schaffen, aber um 6 Uhr in der Früh kann man stolz sein, ne? Jo. Das Ja, findet der Robin auch schon, ne? bis 6 Uhr morgens zocken auf die Idee, wo ich nie Okay. wiederkomme. Ja. Gut. Du machst schlapp. Ich hab. Ja, meine Augen sind schwer, weil es hier so dunkel ist, Mann. Ein Bauprojekt hier im PC. Stimmt, das war nämlich auch ein Tag davor, bevor ich das neue Mainboard bekommen habe. Da habe ich mich damals mit so einem PC-Ingenieur, der halt so eine Software rausbauen will, mich so, na, angefreundet ist das falsche Wort, so kennengelernt. Ich habe dann bei denen immer so ein paar Mal geschuftet und dann habe ich praktisch dafür kein Geld bekommen, aber ein neues Mainboard, einen neuen Prozessor und das war halt das neue Mainboard so gesehen. Das habe ich ja schon vorgezeigt. Und der hat mein Mainboard, habe ich das Windows so eine übrig, Sonntag hin, den zu schneiden. Ich hoffe, bis Sonntag hinkriege, das Ganze zu schneiden. Bis Dienstags machen. Ich musste eigentlich nur noch die ganze Symbole drauf machen, weil ich habe ja die ganzen Programme alle auf meiner D-Festplatte. Und sowas wie Photoshop und so halt oder GTA 5. Also. Immer nur Photoshop. Ne, Funk, nee, deswegen. Naja, gut, ja, jetzt so gesehen, ich glaube, viel passiert da jetzt eh nicht mehr. Ja. Gut, nö. Sache an sich, mal interessant mal zu sehen. Ich habe mir schon immer geschworen, wenn ich einmal das Video selber mal irgendwann in 10 Jahren oder so anschaue, oder in dem Fall, was haben wir jetzt vor 6 Jahren, habe mir geschworen, das nehme ich auf und das habe ich jetzt somit jetzt heute offiziell eingelöst für mich selber. Ja. Ja gut, ich weiß nicht, je nachdem wie es ankommt. Ich sage, ich mache sowas eigentlich immer gerne, Videoschnitt und so alles, aber ich finde nur die Motivation, wenn ich meine Videos schneide. Was anderes finde ich nicht wirklich die Motivation, muss ich sagen. Wenn euch sowas in der Art, in diese Richtung, was ich hier gerade mache, unterhält, dann könnt ihr es ja mal gerne nein schreiben. Ansonsten ist es mir auch alles Schnubbel. Und mache mich, glaube ich, jetzt auf den Weg Richtung Bett und muss morgen früh aufstehen, weil ich morgen früh einen sehr aktiven Miro haben werde, weil mein Sohn heißt nämlich genauso wie ich. In diesem Sinne, schönen Abend noch, gute Nacht, ciao, ciao.